Ich darf jetzt noch zwei, drei Sachen sagen. Das erste zum Thema Bepper. Ihr sollt bitte nicht die Gitter vorne bekleben, sondern diese Bepper frei halten. Damit gehe ich schon nahtlos zu den Terminen über. Nächste Woche ist ja Pfingstmontag, das heißt keine Demo, aber da kann man ja dann beppen oder man kann Flyer verteilen oder Plakate für die SSB-Kampagne verteilen. Am Dienstag ist wieder Frühstück am Bauzaun und dann habe ich noch zwei Termine am Mittwoch, 18.30 Uhr, Rathaus Stuttgart, großer Sitzungssaal, ein Infoabend zur Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Diese soll ja neu gebaut werden und die Stuttgarter Straßenbahn AG, das städtische Tiefbauamt und die Deutsche Bahn informieren hier über den Ablauf der Bauarbeiten und mögliche Auswirkungen auf das Kernviertel. Und da sind ja sämtliche Bürger und Bürgerinnen der Stadt und des Kernerviertels von der Bürgerbeauftragten Frau Alice Kaiser eingeladen. Und ich finde, wenn man eingeladen ist, da kann man doch hingehen. So, am Freitag, 6. Juli um 10 Uhr findet dann der erste Untersuchungsausschuss Teil 1 öffentlich vom Polizeieinsatz Schlossgarten 2 statt. Mit Beweisaufnahme und Vernehmung von Zeugen. Das sind vorwiegend leitende Polizeioffiziere. Und diese Liste von diesen zu vernehmenden Polizeioffizieren ist dann auch auf parkschützer.de zu lesen. Also es ist öffentlich, kann man hingehen, Ausweis mitnehmen. Kunstgebäude, Plenarsaal. So, und noch ein Termin, den die Anstifter mittragen. Wir wissen sehr viel außerhalb von S21 auch zu dem Thema Flüchtlinge aus Afrika. Und da gibt es am Donnerstag, den 5. Juni im Württembergischen Kunstverein um 19.30 Uhr eine Diskussionsveranstaltung mit Stefan Schmidt. Er war Kapitän der Kap Anamur und wird uns einiges erzählen. Und er ist Flüchtlingsbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein und aktiv bei Borderline Europa zu diesen Flüchtlingen, die aus Afrika zu uns kommen. So, und jetzt geht's los zum Demozug. Wer noch Banner mittragen will, darf gerne nach vorne gehen, so Richtung Spielwaren kurz. Wir gehen jetzt wieder zum Bahnhof. Über den Schlossplatz, über die Boltstraße, den Weg, den kennt ihr alle. Vorne mit der Kapelle und der Lokomotive. Und dort wird dann von den Musikern wieder der Schwabenstreich runtergezählt. Und nach dem Schwabenstreich ist die Demo zu Ende. Übrigens ist mir gestern aufgefallen, als ich mit dem Zug nach Hause kam, dass plötzlich die Türen am Nordflügel wieder offen waren, dass da anscheinend wieder ein Fußweg ist. Müsste man sich mal anschauen. Ansonsten habt eine schöne Woche, trefft euch beim Frühstück am Bauzaun, nehmt noch Plakate mit vorne und für die SSB-Kampagne und sammelt weiter Unterschriften. Wir sehen uns. Danke an alle, die da waren und weiterhin oben bleiben. Schönen Abend an alle. Ha ha ha.